Von daher zu einer weiteren Folge von Let's Play Princess Peach Showtime. Im letzten Part waren wir Patissier Peach und haben ein bisschen Kuchen und Kekse gebacken. Das war cool und lecker. Und wir haben jetzt hier, ihr seht schon, es ist wieder dunkel geworden. Wir haben das Symbol aufgelöst, weil wir jetzt diese Fäden gemacht haben. Und ja, ich eine große Tür Ton, ist aufgetaucht. Warum hast du keinen Ton mehr? Du hast eben die Dings beendet. Oh, ja. Dann mache ich wohl mal kurz hier rüber. Übertragung an. Ich habe nichts beendet. Hast du wirklich gerade gar keinen Ton? Ich höre nichts. Gut, dann gucken wir kurz. So, Problem gelöst. Weiter geht's. Ab in die Tür. Lasst Like da, abonniert den Kanal. Es geht ab. Abo! Und Discord. Die Fäden waren also mit dieser Tür verbunden. Vielleicht hat sie das Chaos in die Theaterstücken verursacht. Haben wir jetzt schon einen Endboss? Ja, genau. Wie seltsam. Ich spüre, wie meine Funkelkraft stärker wird. Sie scheint auf diese große, dicke Tür zu reagieren. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkelkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Ja, wie viel brauchen wir? Willst du mir eine der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Das brauchen wir bestimmt. Oh nein, 10 Stück, Flo. Was? Wenn du. Ein Level hätte gereicht. Rein da, würde ich sagen. Gott. Also bei mir hängt es ein bisschen. Ich weiß nicht, ja, das hängt bei mir auch. Die Partikel sehen auch gar nicht so hoch aufgelöst aus. Naja. Was ist das hinter uns? Alla Disco. Oh nein. Was bist du denn? Wer da? Wie kommt der rein? Durch die Tür? Ich schreibe Theaterstücke mit Frau Greb. Schauen Sie nur. Ja, da wollt ihr uns aufhalten? Schreiben Sie neu. Also ich bestrafe euch mit Frau Greb, Sitzer, Dunkelkraft. Disco-Schnabel. Disco-Stil. Nein. Ja? Warum hast du das mini-mimiert? Pack, 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 pack. Oh, aufpassen, die fahren runter. Oh, direkt abgewehrt. Ah, okay. Kannst du zurückschleudern, aber wenn es über dir ist. Oh, jetzt kommt der Angriff. Oh, zu spät. Oh? Noch eh. Invertierte Steuerung. Warte, kannst du es jetzt treffen gleich? Ja. Oh, das war knapp. Bisschen früher. Oh, Angriff! Yeah! Ach so, ich muss spammen. Oh. Eins. Ich dachte schon, was macht sie? Ich finde meine Imitation ganz gut, müssen. Gott, ganze Blöcks. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas unten. Pass auf, zur Seite! Gott. Wird natürlich nicht leichter. Oh Gott, du musst drüber springen. Ah, Peach hat ja auch ihren Wirbel. Oh, jetzt wird's. Okay. Oh, das gleiche nochmal. Oh, Timing. Oh, das. Und wieder. Das ist die Frage, 3 Leben oder? Feuer! Bam! Ja.
So, was kommt jetzt? Phase 3. Alter. Oh Gott. Aufpassen, aufpassen. Lücke. So, gleich geht's wieder andersrum. Ich weiß nicht, ob du so nah sein solltest. Okay, okay, ganz gleich. Die arme so. Performance, ey. Oh Gott, er macht den Bouncy. Und jetzt kommen nochmal die Eiers. Oh, ganz viele, pass auf. Ah, das sind aber direkt die... Oh, jetzt? Warte, warte. Okay. Auf der anderen Seite kommen nochmal die richtigen. Oh, ein Treffer. Wenn das jetzt das ausmacht. Wenn das jetzt irgendwas ausmacht. Eieiei. Kaputt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wenn es nicht wie bei Kirby ist. Diese leere Zeit, also wirklich. Oh, der erste Bereich ist. Nein, das geht nicht in den Keller. Ja, das wird nicht passieren jetzt. Dank dir ist auf diesem Stockwerk alles wieder wie vorher. Toll, vielen, vielen Dank. Allerdings haben wir noch immer keine Funkelis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind. Und Sorgen mache ich mir auch. Vielleicht haben sie sich auf eins der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Ist jetzt die Frage, ob unten jetzt was abgeht. Ja, ich würde... Oh. Ich glaube, wir sollten mit den Leuten jetzt allgemein mal kurz reden. Ja, die Leute, die Ausrufezeichen haben, fragt Punkte. Wo finde ich nur? Ah, hier. Ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Person, die mit meinen Fotos ein gewisses Etwas verleiht. Plötzlich gelang mir eine vorzügliche Aufnahme einer atemberaubenden Vorstellung. Muss man zurück in die Level? Junge Dame, könnte es sogar sein, dass sie die Schauspielerin sind? Ich hoffe, es macht sie nichts aus, wenn ich das Foto wenn ich Fotos einer glanzvollen Auftritte anfertige. Wenn du in einem Stück alle Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Das haben wir bis jetzt gemacht. Dank für den Zusammenarbeit erhältst du dann auch ein Album mit den Fotos darin. Kannst kaum erwarten, einer deiner Aufführungen beizuwohnen. Oh, dann schauen wir da gleich mal rein. Du kannst ihn nochmal ansprechen. Ja. Okay. Was ist immer ein Bild oder was? Den Boss? Beim Lindenjahrhut. Der Welle, wo die Kids ins Gesicht gehauen haben, die Torten. Wo ist. Was war denn das erste? Achso, hier. Das war gar nicht der Boss. Ich dachte kurz irgendwie, das war der Boss eben, aber nee. Aber warte mal. Da waren noch mehr Fotos. Ja, deswegen, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Na gut, ich hab Sammlung, hier müssen wir eigentlich nicht immer gucken, weil hier ist immer extrem viel neu, wegen der Musik. Machen wir, weiß ich nicht. Nicht jetzt. Oh, sieh dir mal dein Album an. Mir ist eine ganze oder der ein oder andere Schnappschuss geglückt. Da sind noch zwei andere. Das haben wir doch gerade angeguckt. Das ist auch fake. Vielleicht kriegt jeder Superkraft mehrere Level. Wäre ja auch ein bisschen schade sonst drum. Hm. Dass die jetzt noch zwei weitere, weil du siehst ja auch, dass das so leicht, dass da noch ein Fechtding und so ist. Deswegen, vielleicht gibt es mehr Level noch mit der Der hat doch Punkte, warum sagt er nichts Neues? Ja, es ist aber nur, dass man den halt ansprechen kann, diese drei Punkte. Achso. Dann solltest du den trotzdem hier nochmal ansprechen, den... Nein, ich wollte ich nicht. Kennst du schon das Herzamulett? Es ist sehr beliebt bei Neulingen. Kriegst du eins, verhaltest du drei Bonusherzen. Also, was meinst du? Willst du es anziehen? Lass mich wissen, wenn du es doch machen willst.
Hat bestimmt der Leichtmodus. Hier wird das Fechtstück geprobt. Tut mir leid, aber du musst noch warten. Dass du warten musstest. Besiege so viele Gegner, wie du kannst. Die Probe endet, wenn du Schaden nimmst. Wenn du deine Sache gut machst, bekommst du eine tolle Belohnung. Zeig mir, was du kannst. Tja, da sind wir. Aber das ist nicht unten, also. Aber ich finde es gut, dass wir das gerade finden, weil dann wissen wir trotzdem, was wir auf Thumbnail machen müssen und haben da kein Problem. Fechten hat man noch nicht drauf, aber ja. Ja. Ohne Schaden zu nehmen, merkt ihr das? Kommen die da auch runter? Ja, die reden gerade. Vielleicht kommen sie runter, aber noch nicht jetzt. Von hinten, von vorne. Und die Dornen können natürlich auch Schaden machen, wenn man denen zu nahe kommt. Ich mal Bronze. Ich glaube, wenn man das ruhig und gelassen angeht, ohne Stress, weil du hast ja kein Zeitlimit, wird das schon passen. Ja, da kommst du ja nicht hin. Kannst auch nicht zurücklaufen. Was hat er jetzt Schaden gemacht? Ja, da sind noch mehr Gegner. Du hast jetzt nur einen getroffen von denen. Und der andere hat schon zugehauen. Du warst zu langsam. Lass dich nicht stressen, du bist zu... Was war das für ein Angriff? Ja, du hast irgendeine Kombi gemacht, die du sonst nicht vorher gemacht hast. Würde ich jetzt mal behalten? Ja, Leute, ich glaube, wir wissen, was wir den Part noch machen. Ich würde immer die Seite angreifen, wo sie zuerst kommen. Das ist ja logisch. Ah, man kann auch noch umschlagen. Ja, deswegen. Das habe ich eben aus Versehen gemacht. Auf unten geht aber nicht. Hast du die am Anfang jetzt besiegt? Ja. Ja, die kamen jetzt beide relativ schnell. Ah, die Dornen sind auch kein Gegner. Ah, du kannst also wie Link auch so machen. Ja, easy. Dann gibt es ja viel mehr Möglichkeiten. Ah, war das jetzt nun endlich hier? Ich hasse das Spiel jetzt schon. Ich werde dafür weniger Nörgel mehr konzentrieren. Frag mich halt, ob am Ende dann wirklich alle besiegt werden müssen oder ob es irgendwie so eine... Wie sage ich... ein bisschen Kulanz gibt, ein bisschen... Ja, du musst nicht alle besiegen, zwei dürfen. Ich kann mir vorstellen, bei so Herausforderungen muss man wirklich dann alles machen. Aber da stand Gold. Vielleicht gibt es auch so ein Secret-Platin-Ding und das wäre dann wirklich alle. Was machst du denn? Wo springst du das? Ich hoffe, diese Challenges sind alle ungefähr auf dem gleichen Level und nicht jetzt, das ist jetzt das Leichteste und dann. Es wirkt nicht nach einem sicheren Vorgehen, was du da machst. Der Plan ist noch nicht gefestigt. Ja. Die Frage ist, wie schnell kannst du von dem einen Angriff zum anderen Angriff gehen, wenn du siehst, dass auf der anderen Seite auch Gegner sind. Hätte ich von unten gemacht, oder? Ich weiß nicht. Weil ich weiß nicht, wenn ich einen Angriff nach oben mache, dann fliege ich sowieso nach oben. Das war eben das Problem, deswegen bin ich eben gestorben. Ah, es gibt ein Zeitlimit. Du hast aber eben so viele ausgelassen gerade. Ja.
Ich glaube, da war halt eben das Ende dann. Das ist ja ein bisschen zu viel ausgelassen. Ja, weiß ich nicht, aber ich denke es. So kam es für mich rüber. Oh Gott. Ich hab gehauen. Zu spät, zu spät. Kriegst du Schaden, wenn du gegen Dornen springst? Die großen ja, die kleinen weiß ich nicht. Also manchmal verstehe ich ja nicht, warum ich Schaden kriege. Ja, weil ein Gegner zuschlägt, das wäre der einzige Grund. Nee, der hat nicht zugeschlagen. Das war nicht nur einer. Vielleicht hat der eine Karte, während du geschlagen hast, auch parallel geschlagen. Und ich weiß nicht, ob du auf die drauf springen darfst. Ich glaube, ich darf sie aber allgemein gar nicht berühren. Test es doch mal aus mit den ersten Gegnern. Darf ich wohl nicht. Das ist direkt der Untergang. Einzige, nee, es gibt hier aber keine Steuerung. Hilfe. Na gut. Das war ein bisschen doof. Bitte was? Ja, was ist denn los? Ich dachte, ich musste nur 100. Was? 120 hätte ich gedacht. Oder 140 ist auch noch machbar. Er ist nicht gestorben. Oh, Manu. Hä, wie viel war denn Silber gerade? 100. Ich dachte, das war Gold. Man hat doch schon gesehen, als du 60 geschafft hast, dass da 100 stand für Silber. Kann ich... Muss ich mal kurz austesten. Kann ich nach unten schlagen, wenn ich in der Luft bin? Nein. Okay, das heißt, wenn ich über dem Gegner bin, habe ich verkackt. Wenn ich nicht mehr irgendwie weglenken kann. Gleich die da kommen, die du öfters verpasst hast, musst du auf jeden Fall gleich mitnehmen. Das sind sehr viele gewesen.
komme jetzt gleich. Die da, genau. Da kommen noch mehr. Komm doch zurück, warum läufst du denn in die rein? Aber die da von links kam, musst du zuerst angreifen, weil die anderen gehen da eh zurück, weil da eine Wurzel im Weg ist. Ganz ehrlich, ich glaube, ich will das Spiel jetzt schon nicht mehr zu 100% machen. Es macht mich einfach nur noch wütend, das Spiel. Was genau macht dich denn wütend? Also ich finde das weniger anstrengend, als wenn man Level nochmal von vorne anfangen muss, um was nachzuholen. Dass so Challenges sich so spielen werden, ist ja eigentlich klar. Für mich wirkt das hier einfacher als bei Kirby, muss ich sagen. Ja, dazu musst du aber auch dran denken, dass das die erste Challenge ist. Ich habe vorhin gefragt, ob diese Challenges schwerer werden. Also ich meine, es ist ja auf das... Mit Sicherheit. ...das Element zugeschnitten und da stand jetzt ja, keine... Ja, das war bei Kirby auch und trotzdem wurden sie immer schwerer. Ja, wir werden es ja sehen. Ich würde den Tag nicht vom Arm loben. Was ist, wenn du zu weit links oder zu weit rechts bist? Da stirbst du ja nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, daran bin ich eben auch schon ein, zwei Mal gestorben. Komm, das schaffst du! Warum denn noch? Oh, da war nix! Naja, wenigstens sind es nicht alle, die man machen muss. Darf halt auch nicht zu lange warten. Es muss halt weiter scrollen, sonst. Ja, ja, klar. Ich halt genauso verkackt. Komm, das kann ich wieder mal eben. Das ist so. So wie. Ich wollte schon sagen, einer, wenn der jetzt einer fehlen würde. Hey, warum fragen die? Nein, natürlich nicht. Du wolltest gerade sagen, habe ich jetzt verloren, Ende? Ich hoffe es nicht. Tot. Sternchenkleid. Da hat er jetzt noch mehr Herausforderungen. Ja, wo sind die anderen, ist die Frage. Gibt es? Ja, wahrscheinlich kann man nach jedem, ich weiß nicht, ob man nach jedem Level gleich hier hingehen kann. Wir gucken erstmal, was er jetzt sagt. Er sagt dasselbe. Gibt es andere Leute, die irgendwo rumstehen? Vielleicht gibt es dann pro Etage nur einen oder so, ich habe keine Ahnung. Was ist jetzt im Keller? Hat sich da was verändert? Ah, nee, der sagt das mit dem Herzamulett. Na, ich habe nur noch mal geguckt, weil er dasselbe Outfit anhatte.
Hallo, guten Tag. Oh, da ist noch einer. Nein, nee. Okay, dann schauen wir kurz im Keller. Und ist da jetzt ein Bild jetzt vollständig, weil du es geschafft hast? Hm. Ach so, stimmt. Ich will dann mal bei den Bildern gucken, ob wir da jetzt alles haben. Ob wir jetzt noch ein Fechtbild haben. Das ist die Frage. Also, was sagt sie denn jetzt? Ach so. Sie sagt wahrscheinlich dasselbe wie beim letzten Mal. Na komm, hier Sternchen. Wollte ich doch nicht. Ich wollte Album nur, Mann. Nee, wir haben kein neues Fechtbild dadurch bekommen. Ja, du müsstest ihn wahrscheinlich nochmal ansprechen, dann notfalls. Aber hier passiert nichts. Ich habe ihn nochmal angesprochen und da hat er einen Mund, wo ich ja gucken wollte, ob er was anderes hat. Aber nee, hatte er nicht. Und hier. Du hast den Fotografen angesprochen. War auch die mit der Challenge, weil ich gedacht habe, dass der da jetzt dann danach sagt, okay, hier, ich habe noch eine Challenge für dich. Aber nee, also hättest du den Fotografen für ein anderes Bild angesprochen, du hättest nur den Herztyp angesprochen. Ja, stimmt. Also wenn man den nochmal ansprechen muss, ob man das einfach bekommt. Mal gucken. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht auch einfach später. Wahrscheinlich. We will see. Sein. Wir schauen kurz und ansonsten gucken wir am nächsten Partnerrad oben angeht. Abgeht. Da geht's in die nächste Welt. Dann soll's so sein. Und das war's mit dieser Folge von Princess Peach. Finde ich absolut immer noch perfekt. In der nächsten Folge geht's in den ersten Stock. Und da werden uns wahrscheinlich neue Theaterstücke erwarten. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und liked alles muss sein. Tschüss. Tschüss.